الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من Im Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Und Frieden und Segen auf dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, Hadith der Woche, New Edition Nummer 5. Ein sehr schöner Hadith mit einem sehr schönen Kommentar. Wir hatten jetzt eine ganze Woche keinen Hadith gemacht, aber das hat damit zu tun gehabt, dass es viel zu tun hatte und ich nicht dazu gekommen bin, das Video zu machen. Nun machen wir weiter. Mit, wie gesagt, einem sehr schönen Hadith, der berichtet oder der festgehalten ist bei Sahih al-Bukhari und Sahih al-Muslim und Imam Tirmidhi. Von Nawas ibn Saman berichtet, dass ein Mann den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragte nach der Güte, al-Birr und der Sünde. Daraufhin sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, die Güte ist das gute Benehmen und die Sünde ist das, was in deiner Seele zwickt und du es verabscheuen würdest, wenn jemand von den Menschen einen Einblick darin bekommt. Die Güte ist das gute Benehmen. Das heißt, die höchste Form von Elbir, von der Güte, ist das gute Verhalten mit der Schöpfung. Manche Gelehrten sagen auch, die Güte zusammengefasst ist halt das gute Verhalten. Das bedeutet ungefähr, die Güte ist kurz gesagt das gute Benehmen gegenüber der Schöpfung. Und Allah weiß es am besten, aber man kann auch sagen, dass die Güte auch die Beziehung zum Schöpfer beeinhaltet. Allah Azza wa Jal sagt in seinem Buch, sinngemäß der deutschen Übersetzung, nicht darin besteht die Güte, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Güte ist vielmehr, dass man an Allah, den jüngsten Tag, die Engel, die Bücher und die Propheten glaubt vom Besitz, obwohl man ihn liebt, der Verwandtschaft, dem Weisen, den Armen und dem Sohn des Weges, dem Bettlern und für den Loskauf von Sklaven hergibt. Das Gebet verrichtet und die Abgabe entrichtet. Und diejenigen, die ihre Verpflichtungen einhalten, wenn sie eine eingegangen sind, und diejenigen, die standhaft bleiben in Not, Leid und in Kriegszeiten, das sind diejenigen, die wahrhaftig sind. Und das sind die Gottesfürchtigen. Ja, eine sehr schöne Ayah. Und wir sehen, wir können hier schauen, dass die Punkte, die in der Ayah erwähnt werden, ja, haben sowohl mit dem Benehmen gegenüber Allah Azza wa Jal, aber auch mit dem Benehmen gegenüber der Schöpfung zu tun. Ja, und die viele Gelehrten, liebe Geschwister, haben Bedeutung zur Güte gegeben, al-Birr, zu der Güte haben wir gegeben. Und man auch ein wichtiger Punkt, was Gelehrte sagen, was mit der Güte auch festgehalten werden, was mit der Güte auch verbunden wird, ist das Gehorsam sein. Das Gehorsam, die Gehorsamkeit gegenüber Allah Azza wa Jal, der Iman, ja, und das, was Allah Azza wa Jal einen Allah subhanahu wa ta'ala näher bringt. Und all diese Bedeutungen, liebe Geschwister, sind identisch oder ähnlich. Jetzt kommen wir zum anderen Teil des Hadith, nämlich wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, und die Sünde ist das, was in deiner Seele zwickt. Also das, was sich in der Seele bewegt, wodurch die Brust verengt wird, worüber man im Zweifel ist und wovor man Angst hat, dass es eine Sünde sein könnte. Ja? Und dann sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, und du es verabscheuen würdest, wenn jemand von den Menschen einen Einblick darin bekommt. Und hier wird noch deutlicher gemacht, was dieses Zwicken im Herzen bedeutet. Also das Zwicken ist etwas, das dein eigenes Herz als schlecht und hässlich empfindet und weshalb man nicht will, dass es jemand erfährt. Der Mensch liebt es, Dinge, liebe Geschwister, von sich zu preiszugeben, die schön sind meistens. Ja, und hier möchte ich etwas in Klammern setzen. Sufyan al-Thawri sagte sinngemäß, also seine Aussage, dass wenn man nicht genau das Gegenteil jetzt, wenn man nicht die Dinge nicht preisgibt, die schlecht sind, die man macht, also keiner würde seine Sünden preisgeben, der vernünftig im Kopf ist, sollte man auch nicht eigentlich auch seine gute Dinge, seine gute Taten preisgeben. Das heißt so, einfach zeigen, weil die besten Taten sind die verborgenen Taten, die mit Ikhlas gemacht werden. Ja, und hier heißt es auch im Schar, der Mensch, was liebt es, preiszugeben? Was schön ist. Ja, das, was er mag. Weiter im Schar heißt es, liebe Geschwister, wenn also die Seele es verabscheut, dann weiß man, dass es nicht etwas ist, womit man Allah Azza wa Jal nährt oder was Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat. Und alles, was jenseits dessen ist, ist schlecht und Sünde. Jetzt kommt zum zweiten Teil des Hadith, Geschwister im Islam, kommt eine sehr schöne Ergänzung von Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah. Und Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah war ein großer Gelehrter, liebe Geschwister, der in unserer Zeit gelebt hat.
Er sagte sinngemäß zum zweiten Teil des Hadith: Dies bezieht sich auf jenes Herz, welches rein und gesund ist. Nur dieses Herz empfindet und spürt, wenn etwas schlecht oder sündhaft ist. Jedoch diejenigen, dessen Herzen verhärtet sind, die merken so etwas nicht. Im Gegenteil, vielleicht brüsten sie sich sogar mit schlechten und sündhaften Verhalten. Das heißt also, dieser Hadith bezieht sich nicht auf jeden Einzelnen, sondern nur auf diejenigen, die ein reines, gesundes Herz haben. Dieser Mensch wird in seinem Herzen spüren, dass etwas falsch ist, selbst wenn er nicht den islamischen Rechtsspruch dafür kennt. Das heißt, liebe Geschwister, wiederum, dass dieser Hadith ist wie eine Regel, durch die der Muslim herausfinden kann, ob eine Sache, die in einem im Herzen liegt, eine Sünde ist oder nicht. Wenn es also eine Sache ist, bei der man sich schämen würde, von den Menschen es zu tun, dann ist es eine Sünde und umgekehrt. Das sagt auch Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, und möge Allah Azza wa Jalla in Jannah geben und die Stufen im Paradies erhöhen und seine Taten annehmen und alles andere vergeben, und möge Allah Azza wa Jalla uns auch alle Muslime und Muslime vergeben. Zurück zum Hadith, liebe Geschwister im Islam. Ihr seht die Erklärung, eine sehr starke Erklärung, eine sehr schöne Erklärung und ein sehr bedeutsamer Hadith, da er uns lehrt, was Al-Birr ist, die Güte, die wir benötigen, und was uns lehrt ist, was uns lehrt, laut dem Scharf von Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, wie man merken kann, wenn man ein reines Herz hat, und möge Allah uns reine Herzen geben, ob etwas schlecht für einen ist oder nicht, oder ob das etwas sündhaft ist. Und man hat das im Hadith gelesen, und ich zitiere aber nochmal zum Schluss den Hadith. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Güte ist das gute Benehmen, und die Sünde ist das, was in deine Seele zwickt oder in deine Herzen zwickt, und du es verabscheuen würdest, wenn jemand von den Menschen einen Einblick darin bekommt. Mubarakallahu fiek, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.